أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، die Frage heute: Welcher Haarschnitt ist verboten in unserer Religion? So heißt es in einer Überlieferung, die bei Bukhari und Muslim überliefert ist, von Ibn Umar radiallahu anhu wa arda, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha anil qaza. Ibn Umar radiallahu anhu, er berichtete, dass der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam al-qaza verboten hat. Was ist al-qaza? Al-Qaza' bedeutet, einen Teil des Kopfes zu rasieren und einen anderen Teil nicht. Und es heißt in einer Überlieferung bei Abu Dawud und An-Nasa'i, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt in Sahih An-Nasa'i, dass diese Überlieferung sahih ist, ebenfalls von Ibn Umar radiyallahu anhu wa arda, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallama ra'a sabiyan qad huliqa بعد شعره وترك بعده فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte einmal einen Jungen gesehen. Dieser hatte einen Teil von seinen Haaren rasiert und einen anderen wieder nicht. Er sagte: Rasiere alles oder lasse alles. Und Abu Bakr al-Marwazi, er sagte: Sa'altu Aba Abdullah. Ich fragte den Vater von Abdullah, bedeutet Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, an halqi al-qafa, wie das aussieht, wenn man die Rückseite des Kopfes rasiert. Faqal, so sagte er: Huwa min fi'lil majus. Dieses ist eine Handlungsweise von den Feueranbetern. Wa man tashabbaha bi qaumin فهو منهم. Und derjenige, der einem Volk nachahmt, so ist er einer von ihnen. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, es gibt Stufen bezüglich dieser verbotenen Art al-Qaza, wie wir gesagt haben, dass man einen Teil des Kopfes rasiert und den anderen nicht. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt in Ahkam Ahl al-Dhimma, die schlimmste ist das Rasieren der Mitte des Kopfes und das Lassen der Seite, wie es zum Beispiel die christlichen Mönche tun. Danach, was dem folgt, ist das Rasieren der Seiten und das Lassen der Mitte, wie es viele unwissende, unwürdige Menschen tun. Danach kommt das Rasieren des Vorderkopfes und man lässt die Haare am Hinterkopf. All diese Haarschnitte fallen unter den Begriff Al-Qaza, welches der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbot, und einige sind schlimmer wie die anderen, wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte. Auch dieser gängige Haarschnitt, den wir heutzutage sehen bei den Jugendlichen, sie nennen ihn Boxer-Haarschnitt, dass oben auf dem Kopf einige Haare bleiben, während man die gesamten Seiten rasiert, wie bei den amerikanischen Soldaten, den GIs. Dieses ist verboten und dieses muss unterlassen werden, denn es ist eine Handlungsweise von den Kuffar, die nicht dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.